herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Das Unsagbare. Heute ist die zweite Veranstaltung in der Reihe und das Thema der Veranstaltung lautet die sprachwissenschaftliche Perspektive, also wie sprechen wir über das Unsagbare, welche Rolle spielt das Unsagbare in unserer Lebenswelt und welche Funktion hat das in Kultur und Religion? Ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten des heutigen Abends, Herrn Professor Dr. Wolf Andreas Liebert, den Dekan des Fachbereiches Philologie der Universität Koblenz-Landau. Er ist also aus Koblenz zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Liebert. Wenn wir über Sprache und die sprachwissenschaftliche Perspektive des Unsagbaren reden, dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir immer alles ausdrücken können. Können wir eigentlich in unserer Sprache alles ausdrücken, was uns bewegt, wie wir sind, wird alles in Sprache abbildbar? Also meine Tochter fragte mich vor kurzem mal, die hatte jetzt gerade Abiturprüfung gemacht, da ging es um Identität und Sprache, ob wir eigentlich mit unserer Sprache identisch sind. Also dass Sprachen irgendwie Grenzen hat, dass Sprachen für uns Grenzen bilden, dass wir nicht alles ausdrücken können, das liegt uns, das verstehen wir. Aber ist dann Sprache gleich Identität? Vielleicht vermitteln wir über Sprache unsere Identität und damit kommen auch Sinndimensionen hinein und andere Dinge, aber dass Sprache gleich Identität ist, sicher gibt es auch ein Wechselspiel. Ich bin gespannt, wohin uns Professor Wolf Andreas Liebert führen wird. Grüßchen. Schalte mal alles um, bitte schalten Sie mal das Video aus, dass Sie nicht einfach hier reinreden. Vielleicht hier. So, das habe ich jetzt mal ausgeschaltet. Also Professor Wolf Andreas Liebert ist Ich muss vielleicht noch einen Hinweis geben, meine Damen und Herren. Bitte schalten Sie Ihre Mikrofone immer aus. Wenn Sie nachher Fragen stellen, dürfen Sie gerne die Mikrofone anschalten. Wir werden es also so machen, dass wir jetzt erst den Vortrag hören und nach dem Vortrag kommen wir zur Diskussion. Und für die Diskussion können Sie dann über das Handzeichen melden und dann kann ich Sie rannehmen, sodass Sie dann Ihre Fragen stellen können, wenn Sie sozusagen Bildschirm und Handzeichen angeschaltet haben. Jetzt lassen Sie mich noch ganz kurz den Referenten vorstellen, sodass wir dann in den Vortrag kommen und danach diskutieren. Also Professor Wolf Andreas Liebert studierte Linguistik in Heidelberg und promovierte in Linguistik. Und interessanterweise hat er dann eine Promotion oder ein Projekt sich beschäftigt mit Metaphern, Reflexionen und Innovationen bei Virologen Anfang der 90er Jahre. Das ist ein hochaktuelles Thema. Aber Metaphern sind ja schon so etwas, wo man merkt, dass Sprache nicht identisch ist mit dem, was es darstellt. Insofern kommen wir sicher dann gleich ins Gespräch. Er war dann wissenschaftlicher Assistent in Trier, habilitierte sich im Fach germanistische Linguistik, Hochschuldozent viele Jahre, seit 2002 ist er Professor für germanistische Linguistik an der Universität Koblenz-Landau. Er war Senatsmitglied, Vizepräsident der Universität Koblenz-Landau, Mitglied des Hochschulrates, er ist Vertrauensdozent der Studienstiftung des Deutschen Volkes und er ist jetzt Dekan des Fachbereiches Philologie der Universität Koblenz-Landau. Herr Liebert, sehr schön, dass Sie da sind. Ich übergebe Ihnen jetzt das Wort und nachher diskutieren wir zusammen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Bildschirm geteilt kriege. So, das sieht gut aus. Ja, lieber Herr Klose, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieser Vortragsreihe sein kann. Und ich fange an mit einem kleinen Clip. In der Begegnung mit der Installation Rabenrohr von Andreas Fischer, verehrte Damen und Herren, aus dem Jahr 2008 hören wir sich wiederholende Äußerungen über einen exzessiv und endlos rauchenden Raben, anscheinend gesprochen von einem Rohr an einem frei schwebenden Stiel, der ab und zu Klopfgeräusche macht. Das Ganze wird von einem mechanischen Apparat gesteuert. Das Bild dieses kontinuierlichen, wiederholten Sprechens, das mehr oder weniger das Gleiche in minimalen
stilistischen Variationen aussagt, definiert von innen her, wie unsere Ausdrucksmöglichkeiten die erfahrbare Welt festlegen, wie die Grenzen unserer Sprache die Grenzen unserer Welt bedeuten. Und damit sind wir beim Traktatusmotto dieser Veranstaltungsreihe der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich werde auf das Wittgenstein-Zitat auch gleich nochmals genauer zurückkommen. Die Installation Rabenrohr von Andreas Fischer aus dem Jahr 2008 ist somit die vollendete Metapher für das Sagbare, das zugleich das Gesagte ist. Wir sind also beim Menschen und wir sind bei der Sprache. Wenn nun aber ein Sprechapparat dauerhaft eingeschaltet ist, durch den die Sprache spricht oder wie hier jederzeit angetriggert werden kann, so entsteht die Frage, was passiert eigentlich, wenn er nicht an ist, wenn er ausgeschaltet wurde, also in den Pausen, ist er dann im Unsagbaren oder, und das wäre meine Interpretation, ist er dann lediglich ein nicht sprechender Sprechapparat? Und müsste bei diesem Sprechapparat nicht erst eine Art Schock eintreten oder etwas, das die durch ihn ausgestrahlte Kontinuität, Sicherheit, ja Unerschütterlichkeit grundlegend vernichtet, damit ein Hinweis auf das Unsagbare möglich wird? Diese Art von Schock und Furcht findet man tatsächlich in vielen Berichten von Unsagbarkeit, über die es heute aus sprachwissenschaftlicher Sicht gehen soll. Ich möchte nun zunächst auf unterschiedliche Typen des Unsagbaren eingehen und das im Bereich des Religiösen vertiefen und dabei auch den Bereich des Politischen streifen, bevor ich dann zu einigen Schlussfolgerungen komme. Dabei werde ich mich vor allem auf meinen Aufsatz des Unsagbaren aus dem Handbuch Sprache und Religion stützen. Die genaue Angabe blende ich am Schluss an. Ich habe in diesem erwähnten Aufsatz eine These der philosophischen Anthropologie Plessners aufgegriffen, die These von der kontinuierlichen Expressivität als anthropologische Konstante. Genau diese These habe ich heute versucht, durch die Auseinandersetzung mit der Installation Rabenrohr zu veranschaulichen. Von dieser These ausgehend kann nun Unsagbarkeit so definiert werden, dass die kontinuierliche Ausdrucksbewegung teilweise oder ganz zum Erliegen kommt und dabei Gesten des Nichtverstehens, der Fassungslosigkeit und so weiter zum Ausdruck gebracht werden. Die perplexe Unsagbarkeit tritt ein, wenn bestimmte Ereignisse erlebt werden, die die betroffene Person oder Gruppe in ihren Verstehensmöglichkeiten teilweise oder ganz überfordern, sodass eine oder mehrere Ausdrucksmöglichkeiten erstarren und dadurch die Perplexität selbst zum Ausdruck gebracht wird. Die perplexe Unsagbarkeit kann in eine fundamentale umschlagen, darauf werden wir später gleich noch eingehen. Die zweite hier, die erkannte Unsagbarkeit, ist die aus dem Sagbaren herausgezogene Grenze des Sagbaren, sodass dass das Unsagbare deutlich gemacht wird, indem die Grenzen des Sagbaren aufgezeigt werden. Dadurch kann das Unsagbare nicht gesagt werden, es kann aber auf einer Metaebene über das Unsagbare gesprochen werden. Hierzu gibt es weitere Typen, auf die ich gleich ebenfalls noch eingehen werde. Der dritte Punkt, die normative Unsagbarkeit, wird durch Verbote, Gebote und Tabus explizit bestimmt und durch bestimmte Praktiken aufrechterhalten. Das heißt, bestimmte Ausdrucksformen wie die Visualisierung transzendenter Größen werden unterdrückt oder es wird ein Bekenntnis von Unsagbarkeit eingefordert, etwa als kollektiv verpflichtender Ausdruck von Betroffenheit. Auch hier gibt es Unterkategorien, die gleich noch zur Sprache kommen werden. Die diskursive Unsagbarkeit meint die blinden Flecken von Generationen und Epochen und kann nur durch einen Perspektivenwechsel oder aber in der Retrospektive zum Vorschein gebracht werden. Die medizinisch bedingte Unsagbarkeit, wie sie vor allem von Elisabeth Gülich am Beispiel von Schlaganfallpatienten untersucht wurde, betrifft alle Formen der Unsagbarkeit aufgrund einer medizinisch definierbaren Einschränkung. Ich will nun verschiedene Typen des Unsagbaren im Bereich Religion verdeutlichen und ausführen und dabei auch den politischen Bereich streichen. Beginnen wir mit der perplexen Unsagbarkeit. Die perplexe Unsagbarkeit kann im Bereich des Religiösen verschiedene Formen ausprägen. So kann angesichts eines Transzendenten eine Perplexität ausgemacht werden, die eine spontane Relationierung der eigenen Kleinheit gegenüber einem transzendenten Großen zur Folge hat. Die Kleinheit
ist dabei die Voraussetzung für die Teilhabe am Großen und schließt damit an das Konzept der Erhabenheit von Immanuel Kant und Friedrich Schiller an. Die Expressivität beschränkt sich darauf, sich selbst im Modus der Kleinheit zu präsentieren und das transzendente Große nicht nur anzuerkennen, sondern zu verehren. Mit Bezug auf Immanuel Kant und Friedrich Schiller kann diese Form der Perplexität auch die erhabene Unsagbarkeit genannt werden. Als Beispiel dazu kann das Gedicht »Der Engel am Grabe des Herrn« von Heinrich von Kleist aus dem Jahre 1808 herangezogen werden, das die Auferstehungserkenntnis nach der Kreuzigung Christi zum Inhalt hat. Ich lese den Text vor. Da nun die Frauen, die Gläubigen, sich nahten der Grabeshöhle, was erblickten sie? Die Hüter, die das Grab bewachen sollten, gestürzt, das Angesicht in Staub, wie Tote um den Felsen lagen sie. Der Stein war weit hinweggewälzt vom Eingang, und auf dem Rande saß das Flügelpaar noch regend, ein Engel, wie der Blitz erscheint und sein Gewand so weiß wie junger Schnee. Da stürzten sie wie Leichen selbst getroffen zu Boden hin und fühlten sich wie Staub und meinten, gleich im Glanze zu vergehen. Doch er sprach, der Cherub, fürchtet nicht. Ihr suchtet Jesum, den Gekreuzigten, der aber ist nicht hier, er ist erstanden. Kommt her und schaut die öde Stätte an. Und fuhr, als sie mit hoch erhobenen Händen sprachlos die Grabestätte leer erschaut, in seiner hehren Milde also fort, geht hin, ihr Frauen, und kündigt es nunmehr den Jüngern an, die er sich auserkoren, dass sie es allen Erdenvölkern lehren und tun also, wie er getan und schwand. Die Perplexität kommt in diesem Gedicht durch die Erstarrungsvergleiche mit Toten für die Grabwächter oder Leichen für Maria und die sie begleitenden Frauen zum Ausdruck. Durch die Bewegung zu Boden hin wird die eben erwähnte Kleinheit durch Staub ihre Geringheit ausgedrückt. Das Unsagbare erscheint dabei ebenso plötzlich, der Blitz, wie das dazu komplementäre Stürzen der Frauen. Das erhabene Große ist in diesem Text das Übermenschliche in Gestalt des Engels, als der von Gott Gesandte oder Bote Gottes, aber auch die extreme Lichterscheinung, die Frauen in Ehrfurcht erstarren lassen. Erst als der Cherub ihnen die Furcht nimmt und sie bittet, sich selbst davon zu überzeugen, dass Jesus auferstanden sei, bewegen sie sich wieder, aber es setzt sogleich wieder eine teilweise Erstarrung ein, hier mit hoch erhobenen Händen sprachlos, als sie sich der Leerheit des Grabes aussetzen. Aus der perplexen Unsagbarkeit kann auch eine fundamentale Unsagbarkeit werden. Das Verstummen ist in diesen Fällen keine asketische Übung im Sinne eines Schweigegelübdes, sondern die spontan auftretende Unmöglichkeit, über eine längere Zeitspanne zu sprechen. Ein Beispiel hierfür wäre Hugo von Hofmanntals Schandersbrief. Ich zitiere: Mein Fall ist in Kürze dieser, es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder Körper nur auszusprechen. Ich fand es innerlich unmöglich, über die Angelegenheiten des Hofes, die Vorkommnisse im Parlament oder was sie sonst wollen, ein Urteil herauszubringen. Und dies nicht etwa aus Rücksichten irgendwelcher Art, denn Sie kennen meinen bis zur Leichtfertigkeit gehenden Freimut, sondern die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Zitat Ende. Die fundamentale Unsagbarkeit stellt eine Kalamität dar, die im Zuge eines sich verstärkenden autohermeneutischen Gewahrwerdens der Arbitrarität, also der willkürlichen Natur von Zeichen, entsteht. Während die perplexe Unsagbarkeit zwar einen biografischen Einschnitt markieren kann, sich aber dennoch irgendwann auch wieder auflöst, ist der Ausgang der fundamentalen Unsagbarkeit dagegen ungewiss. Sie kann die Basis für einen Erkenntnisprozess sein oder auch in endlose Depressionen führen.
Ich komme damit zur erkannten Unsagbarkeit. Die erkannte Unsagbarkeit kann in zwei Erscheinungen auftreten, der analytischen und der geschauten Unsagbarkeit. Die analytische Unsagbarkeit ist eine indirekte Bestimmung des Unsagbaren durch die Bestimmung des Sagbaren. Am meisten diskutiert und hier vorhin auch schon angedeutet und hier in der Vortragsreihe auch als prominentes Motto genannt, ist der Tractatus Logico-Philosophicus von Ludwig Wittgenstein aus dem Jahr 1918. Hier wird diese Grenze explizit markiert. So heißt es über die Aufgabe der Philosophie 4.115. Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar darstellt. Später wird das Sagbare auch aus der Sprache heraus abgegrenzt. 5.6. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Unser Vortragsmotto für diese Vortragsreihe. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es Unsagbares nicht gäbe. Wir lesen bei 6.522, es gibt Unaussprechliches, dies zeigt sich, es ist das Mystische. Neben der analytischen Vorgehensweise zeigt sich im Bereich des Religiösen jedoch noch eine weitere Form der erkannten Unsagbarkeit, die nicht argumentativ vorgeht, sondern künstlerisch. Das Unsagbare ist erfahrbar, aber nicht theoretisierbar. So schreibt etwa Frank Habermann in seiner Abhandlung Literaturtheorie der Unsagbarkeit. Die Künste hingegen scheinen eine höhere Affinität zum Unsagbaren zu haben und bieten sich als Medien zu seiner Erfahrung an, schreibt Frank Habermann. Nun wäre es eine vorschnelle Gleichsetzung, vielleicht auch eine Vereinfachung, künstlerische Expressivität mit einer Sagbarkeit des Unsagbaren gleichzusetzen. Im Folgenden soll aber gezeigt werden, dass im Bereich des Religiösen künstlerische Ausdrucksformen für das Unsagbare, insbesondere lyrische, narrative und metaphorische, aber auch bildnerische, musikalische und performative eine bedeutende Rolle spielen und sich von der analytischen Unsagbarkeit durch die Art der Erkenntnisgewinnung unterscheiden, da die Unsagbarkeit nicht philosophisch deduktiv erkannt wird, sondern in einer Art geistigen Schau, die etwa aus einer fundamentalen Unsagbarkeit, die ich oben gerade ausgeführt habe, erwachsen kann. Man kann sie daher auch geschaute Unsagbarkeit nennen. Dieter Mersch hat zuletzt 2009 in Kunst als epistemische Praxis die Gleichrangigkeit dieser beiden Erkenntnisformen vertreten. Und in der Tat kann auch die geschaute Unsagbarkeit als Ergebnis eines Erkenntnisprozesses verstanden werden, aus dem sich Aussagen und Äußerungen anderer Art über das Unsagbare ergeben, nicht zuletzt sprachskeptische Aussagen darüber, ob Sprache insgesamt oder ein bestimmter Modus von Sprache oder bestimmte Kunstformen in bestimmter Weise geeignet oder ungeeignet sind, um das Unsagbare auszudrücken bzw. es zu konstituieren. Zur Sprachskepsis gibt es einige weitere Literatur, auf die ich aber an dieser Stelle nicht eingehen will. Ich möchte noch auf andere kulturelle Kontexte eingehen, wo diese Frage ebenfalls diskutiert wird. In einer der wichtigsten Lehrreden Buddhas, dem Diamantsutra, wird diese Rolle von Sprache explizit angesprochen. Bevor wir in das Zitat gehen, müssen Sie aber wissen, dass Tathagata, ein Wort, das darin vorkommt, eine sehr vielschichtige Bedeutung besitzt, von der wir im Moment aber nur wissen müssen, dass Tathagata ein Beiname des Buddhas ist. Eine Anrede, Weltverehrter, ist auch lediglich eine Anrede Buddhas. Und jetzt können wir in das Zitat gehen. Ich zitiere nach der Ausgabe von Thich Nhat Hanh. Was denkst du, Subhuti, ist es möglich, den Tathagata anhand körperlicher Kennzeichen zu erfassen? Nein, Weltverehrter. Spricht der Tathagata von körperlichen Kennzeichen, so gibt es doch keine Kennzeichen, über die zu sprechen wäre. Der Buddha sagte zu Subhuti, wo es etwas gibt, das durch Zeichen unterscheidbar ist, da gibt es Täuschung. Wenn du die zeichenlose Natur der Zeichen sehen kannst, dann kannst du den Tathagata sehen. Für einen Sprachwissenschaftler natürlich ein Hammersatz. Deshalb gehe ich auch gleich zum nächsten Typ von Unsagbarkeit über, nämlich zur normativen Unsagbarkeit. Während die perplexe Unsagbarkeit stark vom religiösen Erleben geprägt ist, besitzt die normative Unsagbarkeit Funktionen der Enkulturation, der Institutionalisierung und der Herrschaftsregulierung. Perplexe und normative Unsagbarkeit hängen somit zusammen
ohne dass dieser Zusammenhang hier jetzt genauer ausgeführt werden kann. Jedoch erscheint bereits in den Berichten von William James das Erleben so intensiv, das Erhabene so wunderbar und mächtig, dass dies mit Unbeteiligten kaum geteilt werden kann, zumindest nicht, wenn dies im Rahmen gegenseitiger Anerkennung geschehen soll. Die Enkulturation der Alltagswirklichkeit versagt und bestenfalls kann ein religiöses Deutungsgefüge die Integration der religiösen Erfahrung übernehmen. Gebote und Verbote stellen also auch eine Möglichkeit dar, das Erleben von Erhabenem in seiner Qualität für die Gläubigen zu schützen, damit diese sich mit ihrem Erlebten in einem religiösen Deutungsrahmen neu enkulturieren können. Die manipulative Nutzung von zur Herrschaftsausübung ist darin allerdings ebenso angelegt wie eine sich verselbstständigende Institutionalisierung, die Gebote und Verbote für den visuellen, sprachlichen, musikalischen oder allgemein künstlerischen Ausdruck verhängt. Der Inhalt der Verbote kann von Beleidigungen des Transzendenten bis zu dessen Nichtanerkennung oder auch dessen simplem Ignorieren variieren. Es ist naheliegend, dass innerhalb einer non-transzendenten, das heißt nicht religiösen Positionierung wie dem Atheismus, zunächst gar keine Verbote in Bezug auf ein Transzendentes bestehen. Im Sinne eines guten Miteinanders kann aber auch in der non-transzendenten Positionierung in der säkularen Gesellschaft eine Selbstbeschränkung erfolgen, etwa in der Anerkennung der Verletzbarkeit der religiösen Gefühle des anderen oder sogar in der rechtlichen Institution eines entsprechenden Gesetzes, das die normative Unsagbarkeit von Religionen schützt, wie dies im deutschen Rechtssystem im § 166 des Strafgesetzbuches geregelt ist. Ist dieses einmal eingeführt, kann es zu vielfältigen Konflikten mit anderen Prinzipien wie der freien Meinungsäußerung oder der wissenschaftlichen und künstlerischen Freiheit kommen, die religiöse normative Unsagbarkeiten unter Umständen verletzen. Diese Konflikte sind insbesondere dann vorhanden, wenn in bestimmten Religionen Meinungsfreiheit nicht priorisiert wird. Dann können auch einfache Verletzungen von normativen Unsagbarkeiten, eine Blasphemie oder Todesstrafe gestellt werden, die sogar über den eigentlichen Machtbereich des religiösen Rechtssystems hinaus vollstreckt werden kann. Die religiöse Verfolgung des Schriftstellers Sir Ahmed Salman Rushdie oder die gewalttätigen Angriffe auf dänische und französische Karikaturisten oder Lehrer zeigen, wie eine normative Unsagbarkeit in eine erzwungene Unsagbarkeit übergehen kann und dass die durch globalisierte Medien ermöglichte staatenübergreifende und in Staaten eingreifende informelle Rechtsprechung und Strafverfolgung im Bereich Religion ein enormes Gewalt- und Konfliktpotenzial bereithalten kann. Kommen wir also zur erzwungenen Unsagbarkeit, eine Untergruppe der normativen. Innerhalb der erzwungenen Unsagbarkeit lassen sich zwei Typen mit unterschiedlicher Zielrichtung unterscheiden. Einmal die Unterwerfung unter eine normative Unsagbarkeit und das spirituell gemeinte intentionale Ausschalten von der kontinuierlichen Expressivität. Da gehe ich jetzt genauer drauf ein. Erzwungene Unsagbarkeit meint als im Unterwerfungstyp alle Fälle, in denen Personen oder Institutionen mit Gewalt zum Schweigen gebracht werden. Also die Unterdrückung oder Auslöschung des anscheinend nicht identischen. Im religiösen Kontext ist die erzwungene Unsagbarkeit des nicht identischen sehr vielfältig. Zunächst sind die religiös gerechtfertigten, machtpolitisch elaborierten Formen von Gewalt zu nennen, wie Folter, Verstümmelung oder Mord. Dies kann einzelne oder mehrere Personen, aber auch große religiös stigmatisierte Gruppen betreffen. Darüber hinaus können auch Organisationen, insbesondere Schulen, Universitäten, Gerichte, Firmen, Theater, Zeitungen, Fernsehsender, Blogs und andere Medien als gesamte Organisation oder in Form ihrer Funktionsträger eliminiert und oder umfunktionalisiert werden. Hier sehen wir auch, dass die normative Unsagbarkeit sich im religiösen wie im politischen Bereich nicht wesentlich unterscheidet. Der zweite Typ erzwungener Unsagbarkeit ist ganz anders gelagert. Es ist das religiös gemeinte, intentionale Ausschalten des expressiven Flusses, des sprechenden Rahmens sozusagen. Es stellt das Gegenteil der ersten dar, da der erste auf Unterdrückung und Blockierung des Nicht-Identischen abzielt, hier aber auf des Identischen. Ein Beispiel ist der dafür noch zu diskutierende Zen-Buddhismus,
in dem ein Meister einem Adepten auch einmal die Nase verdrehen oder ihn schlagen kann, damit dieser in seiner Ausdrucksbewegung innehält. Hier ist die Zielsetzung eine ganz andere, nämlich ein religiöses Streben, das im Rahmen eines vertrauensvollen Lehrer-Schüler-Verhältnisses unterstützt werden soll und das auch mit Schockelementen arbeitet, um das Alltagsverständnis und die kulturelle Normativität zu erschüttern. Zur erzwungenen Unsagbarkeit gehören auch meditative Praktiken, in denen der Meditierende sich selbst das Sprechen oder auch das verbale Denken untersagt. Die darin liegende Paradoxie wurde früh erkannt, etwa von Sengzhan aus dem 5., 6. Jahrhundert, dem sogenannten dritten Patriarchen des Zen. Er sagt, Zitat, wenn du Ruhe finden willst und dann versuchst, deine Geschäftigkeit zu beenden, dann ist dieser Versuch Teil deiner Geschäftigkeit. Also kommt nicht heraus. Auch wenn diese Paradoxie bekannt ist, sind religiöse Schweige- und Rückzugspraktiken bereits in den ältesten Religionen bekannt und haben sich bis heute erhalten. Am bekanntesten dafür sind die Mönchsklausen, die auch von Luhmann und Fuchs beschrieben wurden, oder die heute weit verbreiteten Schweigeretreats, also längere Phasen des Nichtsprechens in Verbindung mit religiösen Praktiken. Die erzwungene Unsagbarkeit ist Kernbestandteil der meisten religiösen Selbstpraktiken. Die Expressivität wird dabei durch rituelle Bewegungen reguliert oder diese werden gänzlich zum Erstarren gebracht, wie im folgenden Beispiel aus dem tibetischen Buddhismus. Halt, das ist der, haben wir hier der zweite. Alle Körperaktivitäten beenden. Verharre wie ein aufgeschnittener Strohballen. Jegliches Sprechen und Denken beenden. Verharre wie eine Laute mit durchgeschnittenen Saiten. Jegliche geistige Aktivität vollständig einstellen. Das ist Mahamudra. Das ist also von der tibetischen Yogini Majik Labdrön aus dem Vajrayana-Buddhismus des 11. Jahrhunderts. Der Sinn dieser Meditationen bzw. Exerzitien liegt dabei nicht auf einer normativen oder moralischen Ebene, sondern in dem Versuch, eine Bereitschaft für Differenzlosigkeit herzustellen, auf die ich nun im folgenden Abschnitt noch eingehen will. Während jetzt die obenen verschiedenen Aspekte und Spielarten von Unsagbarkeit einzeln thematisiert wurden, zeigt sich Unsagbarkeit im Bereich des Religiösen jedoch als komplexes Phänomen, in der viele Spielarten beteiligt sein können. Diese sollen nun anhand verschiedener Beispiele diskutiert werden. Zunächst soll es um die bekannte Erzählung über den Untergang von Sodom und Gomorra und die Errettung Lots gehen, in der Unsagbarkeit in der Verwandlung von Lots Frau zur Salzsäule personifiziert wird. Dann sollen Beispiele untersucht werden, in denen das Unsagbare als Sprecher auftritt. Und dann werden wir Textstellen untersuchen, in denen das Unsagbare als Namenloses dargestellt wird. Und schließlich wird, wie angekündigt, das Unsagbare Ausgangspunkt und Ziel von spirituellen Bemühungen sein, wie im Zen-Buddhismus, in denen Unsagbarkeit als Differenzlosigkeit betrachtet wird. Zunächst also zu Sodom und Gomorra. In der Narration der Genesis wird von zwei sündigen Städten erzählt, Sodom und Gomorra. Die Sünden bestehen nun nicht einfach in sexuellen Verfehlungen, sondern in einer generellen Verrohung bis hin zu einer Gewaltkultur, was auch in drastischer Weise dargestellt wird. So werden die beiden Engel, die Lot in sein Haus aufnimmt, von den Sodomitern nicht erkannt und für Fremde gehalten. Als wütender Mob sind sie dabei, die Tür aufzubrechen, um sowohl die Fremden als auch Lot, selbst kein Zugereister, zu vergewaltigen. Die Engel schützen Lot und sein Haus durch ein Wunder und teilen ihm mit, dass Sodom und Gomorra vernichtet werden sollen. Lot und seine Familie müssen geradezu zur Flucht gedrängt werden, da sie dies nicht glauben können. Die potenziellen Schwiegersöhne der beiden Töchter Lots bleiben wegen ihres Unglaubens auch zurück. Lot, seine Frau und seine beiden Töchter fliehen mit der nicht näher begründeten Auflage, weder stehen zu bleiben, noch sich zur Stadt umzusehen. Lots Frau hielt sich bekanntermaßen nicht daran und wurde in eine Salzsäule verwandelt. Und das ist der berühmte Satz eben, Genesis 19,26, Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Der auch in der Alltagssprache geläufige Phraseologismus zur Salzsäule erstarren, übernimmt aus der Bibelerzählung den Aspekt des plötzlichen Einhaltens aller Ausdrucksbewegungen. Das Bild der Salzsäule in der Genesis
enthält darüber hinaus allerdings noch viele weitere Aspekte. Denn er stellt den größtmöglichen Gegensatz zur menschlichen Ausdrucksbewegung dar. Ein Bild der Leblosigkeit und der endgültigen, kristallinen Erstarrung durch den physisch unmöglichen Wechsel aus dem organischen in den anorganischen Bereich. Hierbei ist eine gängige theologische Interpretation, diese Erzählung sei als Bestrafung Gottes der Unfolgsamkeit der Frau Lot zu sehen. Es wäre mithin eine, in diesem Fall vom mosaischen Gott erzwungene Unsagbarkeit, getan durch die Allmacht Gottes, der auch Naturgesetze aufheben kann. Häufig findet man auch moralische Interpretationen, etwa man solle nicht an der Vergangenheit festhalten. In der Bibel selbst wird diese Erzählung mehrfach angesprochen, ausführlich in die Weisheit Salomons. Die Weisheit bezieht sich explizit auf Genesis 19, verweist jedoch auf den gleichnishaften Charakter dieser Passage, wie sie auch in den meisten Formen der Bibelexegese angenommen wird. Im Kapitel Das rettende Walten der Weisheit von Adam bis Mose wird das Prinzip der Weisheit als göttliches Prinzip eingeführt und dabei auch die Errettung Lots und seiner Familie aus Sodom und Gomorra. Darauf wird dann Bezug genommen. Zitat: Die Weisheit rettete den Gerechteten, als er beim Untergang der Gottlosen vor dem Feuer floh, das auf die fünf Städte herabfiel. Von ihrer Bosheit zeugen noch heute rauchendes und ödes Land, Bäume, die zur Unzeit Frucht bringen, und eine Salzsäule, die dasteht als Denkmal einer ungläubigen Seele. Denn sie achteten die Weisheit nicht und hatten danach nicht nur den Schaden, dass sie das Gute nicht erkannten, sondern hinterließen den künftig Lebenden auch noch ein Denkmal ihrer Torheit, damit ihr Irrtum keinesfalls verborgen bliebe. Die Weisheit aber errettete die aus allen Nöten, die ihr dienen. Zitat Ende. Durch die hier angelegte, gleichnishafte Deutung kommt noch eine ganz andere Art von Unsagbarkeit zum Vorschein, die nur im Bereich des Religiösen zu finden ist, die mystische. Mystisch heißt hier, dass das Unsagbare als unmittelbar mit dem Menschen verbunden angelegt ist und darauf wartet, freigelegt zu werden. Das Gleichnis wäre also universal und bezöge sich damit auch auf unsere hier und heute unmittelbar erlebte Gegenwart. Betrachtet man das Gleichnis von Lots Frau unter einem in diesem Sinne verstandenen Deutungsperspektive, dann wäre das Unsagbare demzufolge die Quelle der kontinuierlichen Expressivität, die durch das Ausrichten auf das Vergängliche der Erscheinungen zum Versiegen gebracht bzw. gefiltert werden kann. Die Abkehr vom Unsagbaren führt so dazu, dass der zur vergänglichen Welt Gekehrte spricht, ohne im religiösen Sinn zu sprechen, und hört, ohne wiederum im religiösen Sinn zu hören. In diesem Sinne geht es in der Geschichte von Sodom und Gomorra weniger um die Propagierung eines bestimmten Sittenmodells, ja noch nicht einmal um die Folgsamkeit im engeren Sinne, sondern um die Richtung der Aufmerksamkeit. Während sie im Alltagsleben auf die Welt der Erscheinung gerichtet ist, soll sie im Religiösen nach innen auf das Erleben und das Zentrum des Erlebens gerichtet werden. Diese Umkehr oder Bekehrung im Sinne eines Umwendens nach innen, das heißt auf das Erleben, wird in vielen Religionen thematisiert. Es kann nur von jedem Einzelnen selbst durch seine eigene Umkehr getan werden. Geschieht diese innere Umkehr, so kann die Ausdrucksbewegung aus dem Unsagbaren heraus entstehen, wird aus der Quelle des Unsagbaren gespeist. Verbleibt die Aufmerksamkeit auf den Erscheinungen, so erstarrt man im Starren auf die Erscheinungen immer weiter, bis eine Umkehr nicht mehr möglich ist, bis zur Salzsäule eben. Ich komme nun zum Unsagbaren als Sprecher und Hörer. In der eben angesprochenen mystischen Sichtweise, in der das Unsagbare als innere Quelle erscheint, ist es auch nicht verwunderlich, dass das Unsagbare als Sprecher auftreten kann. In einem Lehrgespräch im nicht-kanonischen gnostischen Thomas-Evangelium, das Ähnlichkeiten zu einem zen-buddhistischen Mondo oder auch einem Satsang erkennen lässt, wird dies deutlich. Jesus, ich zitiere, Jesus sprach zu seinen Jüngern, vergleicht mich und sagt mir, wem ich gleiche. Simon Petrus sprach zu ihm, du gleichst einem gerechten Boten. Matthäus sprach zu ihm, du gleichst einem besonders klugen Philosophen. Thomas sprach zu ihm, Lehrer, mein Mund vermag es ganz und gar nicht zu ertragen, zu sagen, wem du gleichst. Jesus sprach, ich bin nicht dein Lehrer.
Du hast getrunken, du hast dich berauscht an der sprudelnden Quelle, die ich ausgemessen habe. Hier also aus dem Nag Hammadi, Korpus des Evangelium nach Thomas. Als Thomas versucht, der Aufforderung nachzukommen und einen Vergleich zu ziehen, versagt er unter Qualen. Dieses kommunikative Versagen führt aber gerade zur Anerkennung des Thomas durch Jesus als einesgleichen, der das Lehrer-Jünger-Verhältnis hinter sich gelassen hat. Die hier ausgesprochene Quellenmetaphorik wird später aufgegriffen und auch gedeutet. Zitiere: Jesus spricht, wer von meinem Mund trinken wird, wird werden wie ich. Ich selbst werde zu ihm werden und was verborgen ist, wird sich ihm offenbaren. Zitat Ende. Durch diese zweite Passage wird nun die zuvor zitierte verdeutlicht, dass nämlich Thomas zu Jesus geworden ist. Ich selbst werde zu ihm werden und das Unsagbare sich als, wieder das Zitat, sprudelnde Quelle durch ihn ausdrückt. Dieser neue kommunikative Modus, ein Hybrid aus Ethnonarration und poetischem Sprechen, bildet eine Sprache der Verständigung, die die Aktivierung eines bestimmten Modus des Verstehens voraussetzt. Dieser Modus zeigt sich im Sprechen, vor allem aber im Hören. Dazu führt der indische Weise Sri Nisargadatta Maharaj den Begriff des intuitiven Hörens ein. Der kommunikative Kontext ist ein sogenanntes Satsang. In der indischen Advaita-Tradition ist dies ein informelles Gespräch zwischen einem Jnani, was etwa mit Weiser übersetzt werden kann, und Schülern oder interessierten Zuhörern. Im Gegensatz zu institutionalisierten Religionen ist dieses Verhältnis jedoch informell, das heißt, es gibt kein Ritual und auch keine formellen Riten, etwa der Aufnahme des Bekenntnisses und so weiter. Und ab den 1980er Jahren wurden diese Satsangs auch zunehmend von Personen aus westlichen Staaten besucht. Bei den Aufzeichnungen Ramesh Balsekars handelt es sich nicht um die Transliteration von Tonbandaufnahmen, sondern um Aufzeichnungen, die er als langjähriger Begleiter Nisargadattas gemacht hat. Man kann ihnen daher den Status einer autoethnografischen Quelle zuerkennen. Der Begriff des intuitiven Hörens wird von Nisargadatta aus einer jenseits von Religion begründeten Positionierung heraus folgendermaßen begründet. Das Zitat: Ich frage mich, ob Ihnen diese Worte wirklich etwas zu sagen vermögen. Oder sind es nur Worte für Sie? Sie opfern hier Ihre Zeit, sitzen auf dem Fußboden, was die meisten von Ihnen nicht gewohnt sind, und hören meinen Worten sicherlich aufmerksam zu. Doch Sie müssen verstehen, dass ohne eine bestimmte Art von Empfänglichkeit Worte nur einen sehr begrenzten Zweck erreichen können. Was ist nun diese besondere Art von Empfänglichkeit? Jegliches Interesse daran aufzugeben, durch das Zuhören ein besseres Individuum zu werden und darauf zu hoffen, durch Bemühungen einen wahrnehmbaren Fortschritt zu erzielen. Zitat Ende. Diese Aufforderung unterläuft die Interessen der meisten Anwesenden. Die Anwesenden wollen moralische und spirituelle Fortschritte erzielen. Nun sollen sie dies gerade nicht tun. Dieses Interesse muss jedoch in dieser Sichtweise wie auch immer aufgegeben werden, um zu dem oben ausgeführten intuitiven Hören oder, um den Ausdruck aus dem Thomas-Evangelium aufzunehmen, zum offenbarenden Hören zu gelangen. Ich komme nun zum Unsagbaren als Unnennbares und ob ich der Eigenname Gottes sei. Die Namensnennung oder auch Nichtnennung spielt im Bereich der Religion eine besondere Rolle. Verschiedene Kulturen haben dazu eine Vielzahl von normativen Umgängen entwickelt, die hier nicht thematisiert werden sollen. Vielmehr möchte ich die Namensproblematik auf der Basis von Selbstthematisierungen in heiligen Schriften der Weltreligion behandeln. Dabei möchte ich auf das taoistische Tao Te Ching, die altindischen Upanishaden, das Alte Testament und schließlich auf eine Schrift nochmal der Nag Hammadi-Bibliothek eingehen. Im Tao Te Ching gibt es eine Vielzahl von Stellen, in denen über das Unsagbare gesprochen wird. So heißt es im Tao Te Ching zu Beginn, Zitat: Das Tao, das sich aussprechen lässt, ist nicht das ewige Tao. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Nichtsein nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Darum führt die Richtung auf das Nichtsein zum Schauen des wunderbaren Wesens. Die Richtung auf das Sein zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten. Beides ist eins dem Ursprung nach und nur verschieden durch den Namen. In seiner Einheit heißt es das Geheimnis. Des Geheimnisses, noch tieferes Geheimnis, ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten.
Im zitierten Vers wird nicht einfach die Unmöglichkeit, das Tau auszusprechen, behauptet, sondern vielmehr macht das Aussprechen durch seine Unterscheidungsoperation den vorgängigen Versuch, die Idee eines Ununterschiedenen auszusprechen, durch den sprechenden Vollzug ganz unmittelbar zunichte. Ein Eigenname, wie wir sie aus dem antiken oder auch germanischen Götterhimmel kennen, der das Tau als eines gegenüber eines anderen ausweisen würde, ist in dieser Sichtweise somit unmöglich. Wenn es daher um Eigennamen für das Unsagbare geht, werden lediglich unwirksame Eigennamengebungsakte vollzogen, jedenfalls aus linguistischer Perspektive. So wird in den Upanishaden das Personalpronomen Ich als der erste Eigenname eingeführt. Zitat aus der Brihadaranyaka Upanishad. Am Anfang war hier nur das Selbst, es war wie ein Mensch. Es blickte um sich und sah nichts anderes als sich selbst. Das bin ich, war sein erstes Wort. Daher erhielt es den Namen Ich. Darum sagt auch jetzt jemand, der begrüßt worden ist, zuerst, ich bin der, und nennt dann den anderen Namen, den er führt. Zitat Ende. Im weiteren Verlauf der Brihadaranyaka Upanishad teilt sich das Selbst dann zunächst in zwei und dann immer weiter, bis alle Dinge der Welt entstanden sind. Also es ist in allen Dingen der Welt. In dieser Sichtweise ist das Ich Bin also die Formel, die auch in alltäglichen Kommunikationsvollzügen, etwa des sich jemand Vorstellens, auf den allerersten Ursprung zurückverweist und die Vielzahl der Erscheinungen damit verbindet. Zitat, das Selbst ist in alles bis in die Nagelspitzen eingegangen, wie das Messer in der Scheide verborgen liegt, wie das Feuer am Reibholz. So nimmt man es nicht wahr, denn es ist zerteilt. Im Lehrgespräch wird diese Formel dann in der Chandogya Upanishad umgekehrt als Tatvamasi, das bist du. Das Personalpronomen Ich spielt auch im Alten Testament eine zentrale Rolle, als die Ichheit einem infiniten Regress unterworfen wird. Es handelt sich um das Tetragramm Yahweh, das im zweiten Buch Mose Exodus eingeführt wird. Dabei gibt es große Unterschiede der Übersetzung, sodass in verschiedenen Bibeln auch verschiedene Textfassungen zu finden sind, die sich in der Bedeutung stark unterscheiden. Dabei besteht ein Konsens, dass das Personalpronomen Ich in der Verdoppelung ebenso eine Rolle spielt wie das Verb Sein. Offen ist aber unter anderem, welches Tempus angesetzt werden kann, Präsens oder Futur. So wird in der Lutherbibel von 2017 eine futuristische Interpretation vorgenommen. Zitat, Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du den Israeliten sagen, ich werde sein. Der hat mich zu euch gesandt. Zitat Ende. Die englischen Fassungen unterscheiden sich in zwei interessanten Punkten. Zum einen wird das Tempus durchgehend im Präsens gehalten. Zum anderen wird statt des Personalen ein sächliches Relativpronomen verwendet. In der King James Bibel, die im englischen und anglikanischen Sprachraum sehr berühmt ist, heißt es, Zitat, And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt you say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you. Zitat Ende. Von der Übersetzung dieser Formel, ich bin, dass ich bin, werde ich jetzt auch im Folgenden weiter ausgehen. Auf den ersten Blick erscheint diese Formel tautologisch, jedoch zeigt die grammatische Analyse, dass die Konstruktion komplexer ist. Das zu erwartende Prädikatsnomen, wie zum Beispiel ich bin Thomas oder ich bin ein Tunichtgut, wird durch einen Satz realisiert. Das ist nicht unüblich, wenn man an Sätze denkt, ich bin der, der die ganze Arbeit machen muss, im semantischen Muster x ist y ist y etwas, das x spezifiziert. Zwar ist die Tautologie auch in der Alltagssprache möglich, nein heißt nein, dies wird aber als Beharrung, Bestätigung oder Bekräftigung interpretiert. Ich bin, dass ich bin, oszilliert dadurch, dass die Suche nach dem Spezifischen, das es möglich machen würde, Gott zu bestimmen,
zurückgeworfen wird auf das zu Bestimmende und so der Versuch, das Ich Bin und damit Gott zu spezifizieren, ins Leere läuft. Als Name, den Mose schließlich weitergeben soll, wird Ich Bin genannt. Es besteht hier also eine deutliche Parallele zur Namensgebung in der eben zitierten Brihadaranyaka Upanishad. Abschließend möchte ich auf das Unsagbare als prädifferenziertes oder differenzloses im Anschluss an Peter Fuchs eingehen. Während es bei Fuchs vor allem um Lehrgespräche im Zen-Buddhismus, das sogenannte Mondo, geht, möchte ich im Folgenden aber auch Bezüge zu anderen religiösen Traditionen herstellen. Betrachtet man die Sprache des Zen-Buddhismus allgemein, so fällt neben einem rüden Umgangston, paradoxer Kommunikation und einer Abwertung von elaborierten Gedanken auch eine Sprache des Todes für die Lebenden auf. Letztere wird aber auch in der gnostisch-christlichen Literatur verwendet. Zitat: Jesus spricht, wer die Welt erkannt hat, hat den Leichnam gefunden. Wer aber den Leichnam gefunden hat, dessen ist die Welt nicht wert. Zitat Ende. Während die buddhistische Leichenmetaphorik direkt auf die Traum- bzw. Schattenmetaphorik der Existenz im Diamantsutra verweist, zeigt das Zitat aus dem Nakamadi den weiteren Wirkungskreis der Desillusionierungsmetaphorik. Wie oben am Beispiel der zur Salzsäure erstarrten Frau Lotz steht das Bild der Welt als Leichnam für ein Erstarren der Expressivität des Unsagbaren, die überwunden werden muss. Nur der nicht stehen bleibt im Prozess der Umwandlung, kann ein Lebender genannt werden, beziehungsweise das ewige Leben gewinnen. Weiterhin finden sich viele Angriffe gegen das Sprechen, Denken und Begriffe im Allgemeinen. Und auf den ersten Blick ist man daher versucht, dies als eine antirationalistische Religion, die hinter die Aufklärung zurückfällt, einzuordnen. Auf den zweiten Blick öffnet sich mit den Lektüren von Fuchs und Vogt allerdings die Aussicht auf ein radikales Denken, das sich in Paradoxien zeigt und daher Anschlüsse an bestimmte Formen der Mystik, der Gnosis und der Philosophie, zum Beispiel bei Kierkegaard, bereithält. Dazu werden zwei grundsätzliche Wissensarten unterschieden, eine differenzierte Wissensart, die mit der erwähnten Metaphorik des hiesigen Lebens als Leichen oder Salzsäuren sowie mit sprachlich-begrifflichem Denken einhergeht, und das zweite, eine differenzlose Wissensart, die durch die oben beschriebene Expressivität des Unsagbaren gekennzeichnet ist. Also, was ist das Differenzlose? Peter Fuchs entwickelt eine Reihe von Synonymen, um das Differenzlose zu bezeichnen. Dazu gehören das Zweitlose, primordiale Nichtzweiheit, das Prädifferenzielle aller Differenzen, primordiale Nichtunterschiedenheit, Zweitlosigkeit sowie Nichtzweiheit. Also Ausdrücke, die das Unsagbare bezeichnen und eine transzendente Positionierung anzeigen. In dieser Sichtweise stellt Sprache Prototyp und Exempel des Differenten dar. Zitat, das ist das zweite auf der Folie: Schärfer noch als der Differenzgebrauch in Wahrnehmung, Referenz und Beobachtung verhindert Sprache, verhindert Kommunikation Satori. Denn ohne Differenzgebrauch und ohne komplexen Gebrauch geschehe weder Sprache noch Kommunikation. Schweigen wäre mithin die angemessene Form des Umgangs mit Zweitlosigkeit. Zitat Ende. Um das Zitat zu verstehen, muss man wissen, dass der Ausdruck Satori hier übersetzt werden kann mit Erwachen, aus dem Leichendasein sozusagen, was auch dem christlichen Motiv von Tod und Auferstehung in diesem Leben entspricht. Oben wurde ja bereits auf die Vielzahl der Thematisierung des Sprachenproblems im Zen-Buddhismus hingewiesen. Wenn nun aber Sprache als Differenzsystem versagt, um das Unsagbare auszudrücken, wie kann dies dann in einem Lehrgespräch wie dem Mondo vollzogen werden? Fuchs meint, dies zwinge zu einer kommunizierten Kommunikationsverweigerung im Zen-Buddhismus, zu einer paradoxen Kommunikation, also Operationen, deren Vollzugsbedingungen zugleich die Bedingungen der Unmöglichkeit ihres Vollzugs sind. Zitat Ende. Daraus folgert Fuchs, Differenzlosigkeit sei, Zitat, weder durch Referenz noch durch Beobachtung und nicht einmal durch Erkennen erreichbar. Zitat Ende. Fuchs schreibt weiter: Weder deduktiv noch induktiv noch mit irgendeinem rationalen Denkmittel lässt sich diese Paradoxie aus der Welt schaffen. Deshalb kann Zen nicht begrifflich operieren, deshalb löscht jeder differenziell gesteuerte Realitätskontakt aus, was Zen sucht. Die Frage ist, wie es zugeht, dass Unzugängliches kommunikativ bewegt werden kann. Zitat Ende.
Das didaktische Ziel in einem Lehrgespräch wie dem Mondo liegt dann darin, dem Schüler zu einem Sprung aus dem Differenzsystem zu verhelfen. Das eben genannte bevorzugte Mittel der Paradoxie soll ihn in eine qualvolle Denkschleife stürzen. Die Folge dieses Gebrauchs ist, dass der Schema-Benutzer im Schema gefangen wird und zwischen den Schemaseiten unaufhörlich hin und her jagt, weil jede Position die Negation und jede Negation die Position impliziert. Die Zen-Paradoxie liegt darin, dass jeder Versuch, Differenzlosigkeit zu beobachten, im Moment des Versuchs Differenzlosigkeit aufhebt. Ein weiteres Mittel ist der im Abschnitt erzwungene Unsagbarkeit erwähnte Schock, der durchaus auch Handgreiflichkeiten bedeuten kann. Zitat: Man kann ferner sehen, dass diese Kommunikation auf Schock angelegt ist. Oder, wenn man so will, auf das Durchschlagen des dualistischen Knotens. Die Rolle des Meisters besteht offenbar darin, den Schüler durch immer neue Irritationen an seinen Bursting Point heranzuführen. Er zerbricht sich den Kopf im Rahmen einer Paradoxie und es dauert gewöhnlich lange, ehe er bemerkt, dass buchstäblich das Zerbrechen des Kopfes der Ausweg, die Lösung des Koans ist. Zitat Ende. Schließlich ist noch ein weiteres Mittel bekannt, das als Frontalangriff bezeichnet werden kann und das auf die Radikalität der Umkehr hinweist. Zitat: Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr die zwei zu einem macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere, und zwar damit ihr das Männliche und das Weibliche zu einem Einzigen macht, auf dass das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich sein wird, wenn ihr Augen macht anstelle eines Auges und eine Hand anstelle einer Hand und ein Fuß anstelle eines Fußes, eine Gestalt anstelle einer Gestalt, dann werdet ihr eingehen in das Königreich. Zitat Ende. Das Eingehen in das Königreich ist eine Beobachtung ohne Beobachter, wofür Fuchs das Verb nicht beobachten kreiert. Entweder Satori wird nicht beobachtet, es kann keinen Beobachter geben, oder er stürzt das alle Erreichbarkeit, schreibt Fuchs. Was beim Wegfall eines Beobachters oder eines Sprechers bleibt, ist Unsagbarkeit, die zur Expressivität des Unsagbaren führt und Loths Frau von der Salzsäule zum Leben erweckt. In der gnostisch-christlichen Literatur verweist dies nicht auf den Vater, sondern auf den Vorvater. Zitat: Dies aber ist der Anfang des Wissens. Der Herr des Alls wird in Wahrheit nicht Vater genannt, sondern Vorvater. Denn der Vater ist der Anfang derer, die durch ihn kommen. Der anfanglose, unendliche aber ist der Vorvater, damit ihm Gnade erweisen mögen durch seinen Namen, denn eigentlich wissen wir nicht, wer er ist. Das Prädifferenzielle wird hier als der Vorvater, der anfanglose, unendliche, das im Advaita etwa dem Parabrahman entspricht, angesprochen, von dem wir nichts wissen können und uns daher mit dem Namen Vorvater begnügen müssen und dürfen. Vielen Dank. Herr Professor Liebert, vielen Dank für diesen spannenden, aber auch sehr komplexen Vortrag, sodass wir jetzt wirklich miteinander diskutieren sollten, denn wir haben jetzt viel Stoff, viel gehört, und jetzt wollen wir versuchen, es noch ein bisschen einzuordnen und uns ein bisschen zu orientieren zu dem Gesagten. Ich würde es nochmal mitteilen, wie wir miteinander diskutieren wollen. Sie können jetzt Folgendes machen. Sie können Fragen schreiben im Chat, dann würde ich die stellvertretend stellen. Sie können aber auch die Hand heben über das Handhebezeichen. Da können Sie mit der Maus unten auf die Liste fahren, unten, ganz unten am Fuße des Programms, da steht Reaktion rechts. Und wenn Sie bei Reaktion, ich mache es mal, die Hand heben, dann sehen Sie, dass die Hand gehoben wird. Bei mir sehen Sie das im Fenster, dass die Hand rechts oben gehoben. Das können Sie auch machen, dann würde ich Sie rannehmen und dann können Sie Ihr Mikrofon freischalten und dann die entsprechende Frage stellen. Das wären die beiden Möglichkeiten. Gibt es jetzt aus Ihrer Perspektive schon eine Frage oder einen Punkt, über den wir beginnen wollen zu diskutieren? Dann, ich würde mal das Eis brechen und hoffe, dass Sie dann mit einsteigen und wir dann schnell vielleicht uns gegenseitig verständigen. Ich würde gerne noch mal ganz an den Anfang zurückgehen, Herr Professor Liebert, an Ihren Vortrag, um es noch mal besser für mich einzuordnen. Sie haben ja dann sehr schnell diese fünf Ebenen aufgebaut, die Perplexe, die Erkannte, die normative Unsagbarkeit, diskursive Unsagbarkeit und alles Unsagbarkeit.
prinzipiell würde ich sagen, das sind Unsagbarkeiten, die man beobachtet oder die man in der Gesellschaft beobachtet. Und der Grund liegt an der kontinuierlichen Expressivität, die Sie von Plessner zitierten. Ist das richtig? Also wir sind als Menschen immer expressiv. Wir teilen es immer irgendwie mit und dann kommen wir in diese Dilemmasituation. Kann man das so sagen? Genau, also es ist halt die Frage, auf welchen anthropologischen Grundlagen will man in Linguistik aufbauen, weil man muss ja ein paar Grundannahmen machen, was Sprache ist und was es bedeutet. Und ich stütze mich eben auf die philosophische Anthropologie von Helmut Plessner. Und da liegt es darin, dass wir sozusagen eine grundlegende Unwucht haben als Menschen, indem wir diese Reflexionsfähigkeit haben und uns nicht nur erleben, sondern auch uns das Erleben selbst wieder reflektieren können. Und das unterscheidet uns zum Beispiel von Tieren, die also auch Gefühle haben und auch natürlich verletzbar sind und alles. Und das Zweite ist, dass bei Plessner eben durch diese dauernde Reflexion auch ein ständiges Werden passiert im Menschen. Und dieses Werden ist auch eine ständige Ausdrucksbewegung. Also bei Plessner gibt es sozusagen keine Bewegung, wo der Mensch sich nicht in irgendeiner Form ausdrückt, in allen möglichen Variationen, über Gestik, über verbale Sprache, über Mimik, allgemeinen Körperausdruck oder was auch immer. Und das ist sozusagen etwas Kontinuierliches. Das heißt, wenn wir uns in der Welt bewegen, drücken wir uns ständig immer aus. Das war so das Bild des Raben, der auch ständig spricht. Immer ist eine Geschichte da, die wir uns weiterspinnen, wer wir sind, was wir tun, was gerade passiert und so weiter. Das wird so ständig immer eingeordnet in so ein semantisches System von Kohärenz in Sprachen. Und das ist sozusagen, das wäre sozusagen das Normale. Und das ist aber natürlich nicht das, was wir mit Unsagbarkeit meinen, weil Unsagbarkeit wäre ja das Gegenteil. Deshalb ist sozusagen, war das der Ausgangspunkt, wo der Kontrast dazu sozusagen, wenn irgendwelche bestimmte Systeme dann versagen und unterbrochen werden, dieser Fluss unterbrochen wird, dass man dann in irgendeiner Weise jetzt überhaupt von dem Unsagbaren sprechen kann. Und dann, wenn man sich das genauer anschaut, dass es nicht einfach ein Unsagbares gibt, sondern dass es einfach verschiedene Formen gibt, ganz unterschiedliche Formen gibt, die einmal eben auf die, so, wo man mit dem Verstehen überfordert ist und dann nicht mehr weiter weiß, oder fallen mir die Worte nicht ein, mir fehlt nicht, weiß gar nicht, was ich sagen soll oder so. Aber auch normative Sachen, wo man genau weiß, das darf ich jetzt nicht sagen, das wäre so die normative Unsagbarkeit oder die fundamentale Unsagbarkeit, die dann eben, wo man überhaupt nicht mehr, wo die Sprache in einem zerfällt, das war das Hoffmannszeitbeispiel. Also einfach, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche, und dann gibt es eben auch religiöse Formen, die das bewusst herbeiführen wollen, die sagen, du musst mal raus, die wollen sozusagen diesen ganzen Rabenmechanismus kaputt machen, abschalten. Sagen nur dann, du siehst es alles nur gefiltert sozusagen durch deine Kategorien, durch deine Sprache und so weiter. Also so, und da haben wir ein riesiges Spektrum von Unsagbarkeiten, und das wollte ich halt so ein bisschen aufzeigen, dass man sieht, dass wenn wir von Unsagbarkeit reden, dass es ein sehr, sehr heterogenes, ein vielfältiges Spektrum ist, was in unserem Alltag aber in einer anderen Weise immer wieder tangiert. Und wir berühren sie auch immer wieder im Alltag. Ich meine, wir machen es uns nur nicht so bewusst. Wir denken, wir könnten alles eindeutig darstellen, aber das ist das Geringste, was wir eindeutig darstellen können, oder? Also wenn so eine Wissenschaftssprache, wie die Naturwissenschaften es tun oder die Philosophie, in den 20er Jahren dachte man ja sowas wie der Wiener Kreis, so eine Protokollsprache, so 1:1 Referenzen darstellt, das ist eigentlich eher, das ist eher ein Labeling, das ist nicht Sprache, oder? Wie würden Sie das nennen? Ja, das war, man kann ja sozusagen den frühen Wittgenstein auch da noch ein bisschen einordnen. Er hat ja versucht, gerade im Traktatus zu versuchen, das eben mit Sprache zu begrenzen. Und am Ende kam tatsächlich ja sowas raus. Er hat ja dann die Nachfolgenden auch versucht, diese Protokollsätze zu machen, die dann hauptsächlich eben auf Naturwissenschaft bezogen sind. Und der Rest ist sozusagen Unsinn. Das war ja auch so mein Punkt, wo man sagt, wenn man also wirklich so, das geht dann sehr schnell über in so eine normative Unsagbarkeit. Ich habe es ganz klar gezeigt, es gibt nur einen Sinn, wenn ich diese Protokollsätze mache, und ansonsten ist alles andere Unsinn. Und das ist natürlich eine sehr starke normative Vorgabe, die dann gemacht wird. Also auch gerade, deshalb wurde der Wiener Kreis ja später auch kritisiert, und selbst Wittgenstein ist am Ende, die letzten Sätze sind ja sozusagen wirklich, geht es ins Mystische über, einen Teil habe ich ja auch zitiert, und hat ja in den philosophischen Untersuchungen auch dann einen ganz, ganz anderen Ansatz nochmal gewählt. Weil er auch gesehen hat, mit dieser Normativität, dass ich sagen kann, ich beschränke das Sprechen auf diese Protokollsätze, damit erreiche ich einfach nur einen minimalen Bruchteil und erfasse, sagen wir mal, das Wesentliche vielleicht gar nicht. Ich habe jetzt schon zwei Fragen, die ich gerne
einfügen möge. Ich meine, es geht ja bei der Sprache immer um auch das Andere, das Größere, das Mystische, das Sein, das Göttliche. Und Reinhard Mader fragt zum Beispiel, ist nicht das genannte Unaussprechliche für die Frauen im Kleistgedicht doch nur ihr fester Glaube an ein Nichtsein? Ein Glaube an ein, ich hab's an ein Nichtsein. An ein Nichtsein, ihr fester Glaube an ein Nichtsein. Ja, das ist von Reinhard Mader. Ja, also müssen wir, würde ich gerne noch wissen, was ist der Glaube an das Nichtsein, was damit gemeint ist. Herr Mader, würden Sie es vielleicht noch erläutern? Sie können gerne auch Ihr Mikrofon anschalten und die Frage direkt stellen, dass wir vielleicht an den Punkt weiterkommen. Ist es vielleicht, meinen Sie damit vielleicht etwas, was nicht in physischer Existenz ist? Oder... Ich würde mal vermuten, in diese Richtung. Also Nichtsein ist Gott für Herrn Mader. Ja. Genau. Also da bei dem, jedenfalls, ich kann noch mal sagen, worum es mir ging bei dem Kleist-Zitat. Das ist ja so, wo die das Glaube, die Glaube, der Glaube, ich glaube, ich weiß, was er meint, Herr Mader. Herr Mader meint, dass die Frauen nicht dran glauben, an das, was sie sehen, und diese Wahrnehmung ignorieren sozusagen, dass er so ein Engel ist. Und deshalb sozusagen das nicht sprechen können. So könnte ich mir das vielleicht erklären, dass das vielleicht gemeint ist. Worum es mir hier ging, ist eben, dass wenn so eine Begegnung da ist, also bei vielen Menschen, wo wir, weil William James hatte ich erwähnt, die berichten von religiösen Erfahrungen, dann ist oft so ein Schockzustand, der dieses Unaussprechliche vermittelt. Und das kann sein, dass ich eben ganz anderen Glauben habe. Zum Beispiel, das kann nicht sein. Ich kann meiner Wahrnehmung nicht trauen, was da passiert. Es widerspricht allem, was ich bis jetzt erfahren habe. Es widerspricht meiner Erfahrung, meinen Glaubenssätzen. Ich kann das nicht wahrnehmen. Ich versuche, was zu finden in meiner Hermeneutik sozusagen, wie ich mir das erklären kann. Aber ich scheitere sozusagen mit dem Erklären. Und dann bleibe ich sozusagen, verstumme ich, dann bleibe ich in meiner Ausdrucksbewegung stecken und komme nicht mehr weiter. Und dann ist aber so hier, das ist ja in den religiösen Kontexten das Besondere, dann kommt aber von der transzendenten Seite her die Lösung, indem gesagt wird, fürchte dich nicht oder sowas, und wird die Erklärung gebracht. Ne? Also der Mensch sozusagen in dieser Konstellation ist nicht derjenige, der es auflösen kann, sondern es kommt von der transzendenten Seite her, dass die Auflösung von dieser Situation, wo jemand nicht mehr sprechen kann, warum auch immer, weil er das nicht für wahr haben will oder sowas, wo das dann eben passiert. Also bei Levinas heißt es dann sozusagen, wo Gott in das Denken einfällt, oder das ist sozusagen der Impuls, oder bei Buber, dass das andere eigentlich was ist, was tut, und gar nicht so der Mensch derjenige ist, der das im Griff hat, sondern dass das eigentlich vom anderen kommt. Ne? Buber wäre das Du, oder beim Levinas der andere. Jetzt entspinnt sich hier schon ein kleines Gespräch im Chat, weil fragt der Hermann, woher nimmt man das Axiom, dass Frauen anders wahrnehmen als Männer? Und dann antwortet Herr Mader, die Frauen glauben an Gott, den es nicht gibt, also kann man es nicht aussprechen. Vielleicht ist das Frauensein gar nicht wesentlich an der Stelle, oder? Das geht erstmal nur, dass die Frauen da am Grab sind und die Ersten waren. Aber vielleicht eine andere Frage, die stellt der Hermann, das ist eher so eine Art solipsistisches Argument. Er sagt, der Herr Hermann sagt, ich sehe, also bin ich, ich denke, also nehme ich teil, ich sehe dich, also bin ich bei dir, ich nehme auf, also bin ich kommunikativ. Ergo, der Mensch hat den Sinn, und was ist außer mir? Ja. Also kann man eigentlich von dem anderen überhaupt reden? Also Sie haben ja auch das, ich versuche mal noch eine Frage. Ja, das ist eine Frage. Bei dem Religiösen, Sie haben ja mal das Spannungsfeld zwischen dem Großen und dem Kleinen gebracht und das Erhabene. Woher weiß ich denn überhaupt von dem Erhabenen, also und dem Großen? Bin ich nicht immer nur bei mir, also und reflektiere mich selbst? Genau, also das ist, glaube ich, in die Situation, also das, ich denke, die Reflexionsarbeit, die da gemacht wird, oder auch diese Reflexionsvorschlag, das ist, sind ja so Sachen, wo ich nicht in der Situation drinstehe. Also in dem Moment, wo ich etwas begegne, wo ich dann sagen muss, entweder spinne ich jetzt oder es ist ein Engel, da sozusagen, da stelle ich mir diese Frage nicht, sondern versuche ich irgendwie nur damit klarzukommen. Oder weil ich sonst wie durch irgendwas geschockt bin, so die Diagnose oder sowas, kann ja auch so eine schlimme Diagnose sein, sowas, die einen sprachlos macht. Das heißt, und hier habe ich dann
Also ich sage, ich würde es jetzt mal nochmal auf die Linguistik zurückwenden. Also es gibt ja dann durchaus Theorien, die dann sagen, es gibt sozusagen eine Eigenwelt, eine Eigenwirklichkeit für jeden Sprachteilhaber. Und die Wirklichkeit entsteht dadurch, dass wir uns sozusagen synchronisieren mit unseren eigenen Wirklichkeiten. Und da spielt Sprache natürlich eine wesentliche Rolle, weil die Sprache die Synchronisierung zwischen diesen Wirklichkeiten herstellen kann. Das wäre eine konstruktivistische Sichtweise. Ich weiß nicht, ob Herr Herrmann sozusagen auf diesen Konstruktivismus gerade da abzielt. Und da wäre natürlich die Frage, da weiß ich nicht, in dem radikalen Konstruktivismus weiß ich nicht, ob es den anderen in dem Sinn gibt. Da weiß ich vielleicht, es gibt irgendwas, aber ob es den anderen wirklich gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es da irgendwelche scheinbare Störungen meines neurologischen Systems gibt, was ich mir als irgendeinen anderen zurechtbastle. Das wäre natürlich radikal konstruktivistisch gedacht. Ich weiß nicht, ob Herrmann da auf den radikalen Konstruktivismus da abgeht. Der Sinn entsteht durch, würde Mudersbach sagen, durch Sinnbewährung. Das heißt, ich habe immer eine bestimmte These, die ich stelle, was der andere will, was er tut, wie er sich zu meinem Glauben verhält oder zu meinem Weltanschauung verhält und nicht verhält. Und wenn dann schaue ich halt, mit wem ich mich dann sozusagen synchronisieren kann, mit wem nicht. Und die Leute, die sich synchronisieren, die bilden dann eben eigene Sprachblasen und eigene Wirklichkeiten eben aus. Das wäre sozusagen radikal konstruktivistisch gedacht. Weiß nicht, ob das da die richtige Richtung ist. Ja, ich glaube, das geht schon in diese Richtung. Ich kann ja vielleicht nochmal versuchen, den Faden da ein bisschen weiter zu spinnen an der Stelle. Also meine, es muss ja nicht immer das Erhabene sein. Also die Synchronisierung mit der eigenen Wirklichkeit, das gefällt mir schon ganz gut. Da muss ich ja nicht unbedingt einen anderen Punkt haben, und in dem ich mich in Bezug setze. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn ich etwas erlebe, also in meinem Umfeld, was ich nur einmalig erlebe, was nur ein einziges Mal auftaucht, was ich nicht mitteilen kann? Ist das dann meine eigene Wirklichkeit? Also dann fällt es aus der Sprache dann raus, oder stelle ich dann irgendwie einen Bezug her? Also nehmen wir an Telepathie oder ich sehe etwas, was einmalig auftaucht, was aber nicht wiederholbar ist, was auch nicht einfach darstellbar ist. Ist das dann verloren? Gehört das dann nur zu meiner Wirklichkeit, oder hat das keinen Wert? Also sagen wir, einmalige Sachen, die ich benennen kann, die sind schon sozial, weil in dem Moment, wo ich ein Wort dafür habe, kann ich es auch teilen, oder wenn ich es beschreiben kann. Ne? Also ich, nur wenn ich sozusagen, man könnte sagen, einmalig ist nur das, was ich eigentlich nicht mitteilen kann. Weil alles, was ich beschreiben kann, ist ja sozusagen auch mitteilbar. Also wenn ich sage, ich habe da was erlebt und das kann ich gar nicht richtig beschreiben, es war so wie, und da kann ich so Vergleiche ziehen, weil es hatte die Erlebnisqualität von dem, oder ich habe da gefühlsmäßig so und so drauf reagiert. Das heißt, ich kann das sozusagen beschreiben, aber ich habe natürlich, es gibt keinen festen Begriff, aber Sprache kann ich ja durchaus verwenden und kann das mitteilen. Und nur wenn ich was hätte, was wirklich einmalig ist, was ich auch selbst noch nie erlebt habe und selbst in keine Kategorie passt, die jemals bei mir aufgebaut wurde, dann kann ich auch nichts dazu sagen. Und dann wäre ich sozusagen, würde ich wieder ratlos dastehen und kein Wort über die Lippen bringen. Und wie ist es eigentlich mit einem Forscher, sagen wir mal Albert Einstein, der jetzt die Relativitätstheorie im Moment erfindet und niemand versteht ihn? Er schreibt die auf und teilt sie mit und niemand versteht das. Ist das dann auch, ist das dann etwas, was sich dann später erfüllt und dann in eine Zukunft kommuniziert? Oder hat das nur Wert für ihn in dem Moment? Also ich glaube, Bernoulli hat darüber mal geschrieben, dass er eigentlich sich nicht mitteilen konnte mit seinen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Ja, also das ist ja in vielen Bereichen so, auch in der Kunst so, dass das leider der Erfolg sozusagen nicht unbedingt immer in der Lebenszeit eintritt, sondern häufig danach und sehr spät danach. Und das ist aber nicht nur bei Wissenschaften so, das ist ja auch in der Kunst so, in der Dichtung so, in der Malerei so. Bestimmte Maler, die wie Van Gogh und sowas, die zu Lebzeiten immer Probleme hatten, sind dann später berühmt geworden, als ganz teuer gehandelt. Andere waren zu ihren Lebzeiten schon berühmt, und so ist es ja da auch. Einstein war ja aber dann auch zu seinen Lebzeiten berühmt. Aber natürlich gibt es Forscher, Sie hatten jetzt Bernoulli erwähnt, und andere, die würde man heute vielleicht für Spinner erklären, aber die sind dann in 10 Jahren oder vielleicht 20 Jahren oder vielleicht sogar schon 5 Jahren auf einmal die entscheidenden Menschen, die den Durchbruch für irgendeine Art, neue Art von Materialforschung oder Reisen durch den Weltraum oder sowas gemacht haben. Also sozusagen, da würde ich schon sagen, das ist, da ist die Zeit einfach nicht gekommen, und da wird die und man weiß natürlich nie, ob die Zeit auch jemals kommt für denjenigen, der diese Theorie aufgestellt hat. Mhm.
ich wollte nochmal Ihnen sagen, als Zuhörer, Sie können gerne auch die Hand heben, wenn Sie also mündlich die Frage stellen müssen. Sonst führe ich ja nur das Gespräch mit dem Referenten. Vielleicht ist Ihnen das zu langweilig. Also mischen Sie sich bitte mit ein. Ich sehe aber noch, dass Sie aufmerksam zuhören. Ich habe noch eine Frage von Joachim Herrmann nochmal. Der fragt nochmal nach und geht ein bisschen auf die gesellschaftliche Situation heute ein. Und er sagt, ist denn diese These, Antithesen, Radikalität im Heute Ausdruck von Ratlosigkeit in der realen Wirklichkeit? Ich versuche es gerade noch mit dem Unsagbaren zu verknüpfen, aber sonst allgemein könnte man sagen, ich glaube jetzt nicht, dass die Radikalität heute nur These, Antithese ist, weil These, Antithese könnten sich ja eigentlich gut verbinden zur Synthese. Das wäre ja das klassische dialektische Denken, dass eine Antithese sehr gut ist. Wir haben ja das Pflanzenmodell von Hegel, sozusagen, ich habe das Samenkorn und dann der Keim und dann kommt die Pflanze irgendwann und die Frucht. Das heißt also, ich habe Antithese, These wären ja gut. Das Problem ist ja, dass die keine Kommunikation stattfindet. Das heißt, dass wir uns abschotten, das ist, glaube ich, das Problem. Das heißt, dass wir nicht miteinander kommunizieren und indem wir sagen, der andere ist nicht, früher hätte man gesagt, nicht satisfaktionsfähig, heute würde man sagen, der andere ist für mich nicht kommunikationsfähig. Das heißt, ich spreche ihm ab von vornherein, ohne dass ich überhaupt ein Argument ausgetauscht habe, dass er ein vernünftiger Gesprächspartner für mich sein kann. Und dadurch entsteht, glaube ich, im Großteil von dem, dass wir heute diese Abschottungen haben, kann man sagen, und diese Radikalisierungen haben, dass sich solche Gruppen und Gruppierungen immer stärker abschotten, auch kleinere Gruppen abschotten. Das ist, glaube ich, dann würde ich eher das Problem sein. Weil Antithese, These, das ist ja, wäre ja im Sinne von Hegel wunderbar, da kommt die Synthese raus und das ist Frucht und Vermehrung und Reichtum. Schöne Diskussionen. Lass mich nochmal anschließen, über das Normative ein bisschen zu diskutieren, also über normative Unsagbare. Sie haben davon gesprochen, dass Gebote und Verbote sozusagen installiert werden durch die Überlegenheit des Erhabenen. Wie ist es denn nun in so einer politischen Demokratie oder in einer Gesellschaft, also nicht im göttlichen, religiösen, sondern im säkularen, gesellschaftlichen? Schafft die Macht so eine Aura des Unsagbaren? Also des Kaisers neuen Kleider kommt ja nicht von ungefähr. Woran liegt das eigentlich, dass man dem Kaiser oder dem Machthaber nicht die Wahrheit präsentiert? Sind das abgeschottene, sozusagen normierte Gruppen, die miteinander nicht mehr ins Gespräch kommen, dass das nicht mehr ausgesprochen wird? Das Kind, was außerhalb der Diskurse dann steht, sagt, der Kaiser ist nackt. Wie kommt so solche Konstellation zustande? Okay, Ich muss mich irgendwie entschuldigen, weil ich neige dazu, dass irgendwie ein bisschen, ich sehe in dem Kaisers neue Kleider, ist eine total irre, tolle Geschichte und mir fallen da einfach sehr, sehr viele Sachen dazu ein. Ich versuche jetzt einfach gerade so ein bisschen zu ordnen, weil ich das eine ganz, ganz wunderbare Geschichte finde. Es gibt da mehrere Aspekte von dem, was Sie sagen. Das eine ist, warum sagt das dem eigentlich niemand? Wenn man sich, das betrifft im Prinzip die Kommunikation in Hierarchien. Und die Kommunikation in Hierarchien, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wie es in unserer Kultur ist, wenn Sie das damit gemeint haben. Aber ein Aspekt ist tatsächlich, der Kaiser ist sozusagen der Spitze der Hierarchie. Und wie wird dann kommuniziert? Und normalerweise ist es so, da gibt es verschiedene Untersuchungen, dass in Hierarchien so kommuniziert wird, dass die Wahrheit nach oben immer ein bisschen besser verkauft wird, als sie wirklich ist. Ne? Und je unoffener, sage ich mal, die Kommunikation ist, desto mehr wird die Wahrheit nach oben immer ein bisschen mehr verzerrt. Das, was da oben ankommt, also wie bei der Stille Post, können Sie so sagen, immer ein bisschen viel zu gut dasteht, als das, wie es dann wirklich ist, zumindest das, was ursprünglich kommuniziert wurde. Und so kann es eben sein, dass natürlich alle erzählen des Kaisers neue Kleider und nur jemand, der sozusagen außerhalb von diesem Normensystem daherkommt, in dem Fall eben das Kind, hat noch dann diese Wahrnehmung und hat dann auch die Freiheit. Die haben ja den Narren abgebildet. Es gibt ja wenige sozusagen, die in dem Normensystem tatsächlich Sachen sagen können, die normativ verboten sind. Die Narren, Kinder und so weiter, die können das natürlich sagen. Die können das dann eingreifen. Gebildet übrigens auf dem Bild, weil das genau derjenige ist, der alle Hierarchien durchbricht. Genau. Genau. Und das Zweite ist die Kultur. Das heißt, die Kommunikationskultur in der Gegenwart, die ist natürlich wirklich sehr, sehr schwierig. Also wir haben einmal was Schönes, eine globalisierte Kommunikation, die in den 90er Jahren entstanden ist und die uns, Marshall McLuhan hat vom globalen Dorf gesprochen, das hört sich ja alles total nett an. Das heißt, wir können was teilen, wir können gemeinsam Almenten aufbauen, wie Wikipedia und andere Wissensbereiche, wo alle von partizipieren können. Das heißt, da gibt es sehr schöne Utopien dazu und dann gibt es natürlich aber auch
sehr starke Interessensgruppen, die versuchen, das politisch manipulativ zu nutzen. Es gibt dann durch die Globalisierung eine sehr starke Vereinsamung. Großbritannien hat ja mittlerweile ein Ministerium für Einsamkeit, was bei uns sicherlich auch irgendwann kommen wird, wenn es eine Gesellschaft für Gemeinsamkeit oder was gegründet werden oder so. Und da spielen diese sozialen Medien plötzlich eine ganz andere Rolle. Und da haben wir dann diese Secondhand Reality, die auch Luhmann beschrieben hat. Das heißt, Wirklichkeit zweite Ordnung, das heißt, wo wir das nur aus Erzählungen haben. Und wenn wir das nur aus Erzählungen haben über soziale Medien und so weiter, das ist schon ein fundamentaler Unterschied. Vorher hatte es jemand angesprochen, auch mit der Wahrnehmung. Da wird die Wahrnehmung ersetzt durch Fantasie. Und das heißt, da haben wir tatsächlich dann diese Effekte, dass in Gegenden, wo es praktisch keine Flüchtlinge gibt, aber viel Erzählung über Flüchtlinge, dann die größte Angst vor Flüchtlingen da ist und da, wo welche dann leben, dann entsprechend weniger. Also das, und so ist das bei vielen anderen Sachen auch. Also das Phantasma ersetzt halt zunehmend die Wahrnehmung und die direkte Kommunikation und das beschleunigt die Abschottung und die Selbstverstärkung. Es beschleunigt aber auch die Angst und Angstfantasien. Ich will nochmal bei der Normativität nochmal eine Frage stellen und dann leite ich nochmal über zu Reinhard Mahler. Aber eine Frage noch, wie versteht man eigentlich jetzt Black Lives Matter und Identitätspolitik in dem Zusammenhang des normativ Unsagbaren? Also Sie sagten, Atheismus lebt von der Selbstbeschränkung, während das Religiöse noch das Überlegene, Erhabene hat. Könnte man sagen, dass diese Selbstbeschränkung dazu führt, dass man sozusagen stellvertretend für andere immer sozusagen die Problemlagen sieht? Und diese Problemlagen dann größer werden. Ist das eine Form der Säkularisierung, dass diese Themen auf einmal so stark werden in der Gesellschaft? Oder ja, also es gibt ja durchaus eine These, also von einem britischen Forscher, Saul Newman heißt der, die finde ich sehr interessant, der sagt, dass sozusagen die Säkularisierung, das Bedürfnis, Säkularisierung ist ein Phänomen, aber wir sehen ja auch, dass die Säkularisierung, dass es da andere Bewegungen gibt in der Säkularisierung, eine neue Fundamentalisierung, Esoterikmarkt, der entsteht und so weiter. Das heißt, es ist durchaus ein Gemischtwarenladen, was wir haben aus Säkularisierung und religiösen Elementen. Und nach Saul Newman ist es eben so, da greift er auf einen Begriff von Carl Schmitt zurück, politische Theologie, dass Politik auch immer gekoppelt war mit einer bestimmten Form von religiöser Vorstellung. Und dass die jetzt sich sozusagen, dass sich das realisiert, auch in kleinen Gruppierungen, dass hinter den identitätspolitischen Bewegungen letztendlich auch ein Bedürfnis steht, so eine politische Ideologie aufzubauen und solche Werte zu haben, die so ein quasi ein Ersatz dafür eben sind. Vielen Dank. Da passt jetzt die Frage von Herrn Mader, die ich kurz vortrage. Also Deutschland ist mit der Vereinigung in der Welt angekommen. Wir müssen also alles aussprechen können. Wenn man vom Kommunismus verlangt, sich zu den dunklen Seiten zu bekennen, dann müssen auch die dunklen Seiten... Oh, jetzt rutscht das gerade hoch. Entschuldigung. Ja, das ist das Problem mit der Chatleiste, wenn ich vortrage und man mir das Medium entzieht. So, jetzt versuche ich es nochmal. Wenn man vom Kommunismus verlangt, sich zu seinen dunklen Seiten zu bekennen, dann müssen auch die dunklen Seiten des Kapitalismus angesprochen werden, der ebenso Menschenmorde vollbringt. Jetzt kommt die Frage, ist die kapitalistische Wirtschaftsweise in der Lage, aus sich heraus Menschlichkeit, also Care, als eigentliches Zentrum von Ökonomie zu setzen? Ist es ein Irrglaube, dass der Markt alles richtet zum Wohle aller weltweit? Also das ist so ein Spannungsfeld, ob kann der Markt eigentlich selber das Soziale in sich entwickeln und diese Care formulieren? Oder ist der Markt zum Markt verdammt? Ja, also wie gesagt, also ich kann das natürlich jetzt nicht aus wirtschaftspolitischer Sicht beantworten, aber so was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, also es gibt ja so eine Theorie, dass es durchaus auch einen radikalisierten Liberalismus gibt, also Neoliberalismus könnte man auch sagen, der hauptsächlich jetzt, wie das da steht, die positiven Effekte sieht, aber die eigenen blinden Flecken nicht. Das wäre diese diskursive Unsagbarkeit,
dass wenn ich selber sozusagen drin bin, das gilt auch für alle, die heute moralische Anforderungen stellen, wenn man das in 20 Jahren, 30 Jahren sieht, dann würden wir uns sagen, was haben denn die für einen Mist gemacht? Warum haben die nicht gesehen, dass damals das und das und das war? Ne? Das heißt, das sind diese blinden Flecken, die ganze Generationen oder Epochen vielleicht sogar haben, die Foucault das historisch a priori genannt hat. Das könnte man auch sagen, dass das natürlich, wenn der Liberalismus aktiv ist oder Kapitalismus sehr stark ist, dass dann auch entsprechende blinde Flecken da sind. Insofern könnte ich im Herrn, wer war das? Meier? Nee, wer war das? Herr Mader. Entschuldigung, Herr Mader, da zustimmen, dass da sicherlich diese dunklen Flecken gibt. Es gab ja verschiedene, aber wir leben ja in einer Gesellschaft, wo trotzdem diese Kritik vorgebracht werden kann. Zumindest bei unserem Kapitalismus. Wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft. China hat ja auch einen Kapitalismus. Da tut man sich doch schon schwerer, wenn man an Hongkong denkt, da sozusagen Kritik anzubringen. Aber bei uns kann ja durchaus Kritik angebracht werden. Wir hatten ja in den 68er in der Bundesrepublik dann die Studentenunruhen, die sehr stark dann diese dunklen Seiten aufgedeckt haben. Und man kann das auch so sehen, dass jetzt nach 1989 ja durchaus auch wieder so eine Kritik aufkommt, wo man sich diese dunklen Seiten vielleicht auch nochmal angucken müsste. Da ist vielleicht auch nochmal so ein dunkler Fleck oder ein blinder Fleck da, den wir vielleicht haben. Der ist natürlich immer schwer, sich den noch anzugucken. Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe von dem Herrn Mader, aber da könnte ich ihm dann durchaus recht geben. Das passt schon. Da schließt noch eine Frage von Herrn Herrmann an, also an die Säkularisierungsthese, die wir vorhin gerade diskutiert hatten über Black Lives Matter und anderen Sachen. Der schreibt, wie kommen wir eigentlich aus der folgenden Falle heraus? Demokratie wird zunehmend ersetzt durch deren Illusion. Die freie öffentliche Debatte durch einen Meinungs- und Empörungsprozess, der mündige Bürger durch den politisch apathischen Konsumenten. Wo sind die Wege? Also er zitiert da Mausfeld. Also wie kommt man da raus aus dieser Falle? Also es ist natürlich auch wieder so ein Megathema. Also was wir, glaube ich, wo wir uns einig sind, ist, dass die Demokratie im späten 21. Jahrhundert eine Erneuerung bedarf. Und ein Element ist ja zum Beispiel das Formen der Repräsentation, dass wir neue Formen der Repräsentation benötigen, zum Beispiel Formen der Beratung wie Bürgerräte oder Formen der direkten Demokratie. Und ich sehe momentan, dass da sehr, sehr viel in der Zivilgesellschaft passiert. Also es gibt wirklich viele zivilgesellschaftliche Gruppen, die Vorschläge machen, die neue Formen ausprobieren. Das finde ich sehr, sehr positiv. Wir haben in Koblenz übrigens auch ein sehr, sehr großes Forum dafür. Und da, das heißt, ich setze schon auf die Zivilgesellschaft, dass das kommt. Und die meiner Ansicht nach die Politik da ein bisschen anstoßen muss, dass wir eine Erneuerung brauchen. Weil wie gesagt, immer wenn man in einem Prozess drin ist mit der Demokratie, sieht man nicht unbedingt die eigenen Fehler. Und deshalb glaube ich, dass die Zivilgesellschaft, also wirklich, dass man sagt, ich sehe das hier, was einem oft fehlt, die Debatte, ja, aber die Debatte, eine gepflegte Debatte, ne? Wenn ich zum Beispiel was sehen würde, mir fehlt eine gepflegte Debatte und das finde ich, kann ich nachvollziehen, dann wäre, finde ich, eine zivilgesellschaftliche Antwort, okay, dann führen wir jetzt eine und dann organisiere ich was, dass wir diese Debatte führen können, auch wenn es nur ein kleiner Maßstab ist. Dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das vielleicht verallgemeinern. Und da, so sehe ich da sehr viele zivilgesellschaftliche Ansätze, wo sich solche Gruppen bilden. Und das gibt mir schon Zuversicht, dass ich sage, okay, da passiert was. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das direkt aus den, von den Volksvertretern kommt, weil das ist ja auch ein Riesenapparat und ein Riesen Gesetzgebungsding, was da durchgezogen wird. Also das, wenn ich dann mir die Bundestagssachen zum Beispiel angucke, da ist, glaube ich, wenig Freiraum, um solche Debatten zu führen. Die müssen von der Zivilgesellschaft kommen, meiner Ansicht nach. Vielen Dank. Ich will noch kurz darauf hinweisen, sehr geehrte Damen und Herren, Sie können die Veranstaltung gerne bewerten. Da ist jetzt im Chat ein Link aufgetaucht, der hat meine Mitarbeiterin Frau Hildebrand gepostet. Und wenn Sie den anklicken, da kommt dann ein Fragebogen oder können Sie Ihr positives Feedback oder auch negatives Feedback zur Veranstaltung mitteilen. Das dient immer der Verbesserung der Veranstaltung. Also nehmen Sie das ruhig wahr. Sie sehen im Chat, wenn Sie Chat anklicken, da sehen Sie jetzt die Mitteilung, dass da ein Link steht mit dem Passwort. Können Sie gerne machen nach der Veranstaltung. Da müssen Sie sich den aber abschreiben oder kopieren
oder während der Veranstaltung. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal, Herr Professor Liebert, über Querdenker diskutieren. Das ist nämlich ein schönes Thema, weil das etwas sichtbar macht, über das Sie auch gesprochen haben. Sie haben über das Unsagbare im Religiösen gesprochen, haben auf das Mystische zu sprechen. Und meine Frage ist, wieso ist das eigentlich nur im Religiösen? Man könnte es ja auch versuchen, mal säkular zu übersetzen. Also Plato sagte, wir erinnern die Ideen wieder, die alle schon irgendwie präsent waren und wieder in die Wirklichkeit geholt werden, aber es ist irgendwie mehr. Und da kam ich auf die Idee mit den Querdenkern. Welcher Querdenker glaubt an die Theorie des Querdenkers? Ich dachte für mich immer, da glaubt eigentlich niemand dran, aber man möchte eine Alternative zu den Denkmustern haben, also eine Alternative zur Alternativlosigkeit und bietet andere Denkmuster an. Könnte man nicht sagen, mit der These des Unsagbaren im Religiösen, dass ein Querdenker, wenn wir ihn mal jetzt nicht zu abstrakt und protestmäßig nehmen, sondern nur als Alternative betrachten, dass er die Richtung der Aufmerksamkeit ändern möchte, dass er sagen will, nein, das, was den gesellschaftlichen Diskurs gerade betrifft, um es mal positiv zu betrachten, reicht nicht aus. Wir müssen die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenken. Also ich bin jetzt erst einmal kein Experte für Querdenker und deshalb kann ich aber so, was ich so gelesen habe, würde ich das eher einschätzen, auch als eine religiöse Komponente, die da drin ist. Also genau das, was wir vorher besprochen hatten, dass das, was in der Politik fehlt, so was Einigendes, so was Überindividuelles, so ein Wert, so eine erkannte Wahrheit, die da ist, die das alles organisiert, dass das eigentlich sozusagen das ist, was so eine Gemeinschaft stiftet und eine Gemeinschaft bildet. Da habe ich eine Sprache und ich habe sozusagen, das Individuum hat dann plötzlich einen historischen Wert, da habe ich eine historische Wahrheit erkannt. Ich bin an einer entscheidenden Stelle im Geschichtsprozess sozusagen, da kann ich dann mitwirken daran. Also ich glaube sozusagen, die Querdenker wären für mich eher mit so einer politischen Theologie nach Carl Schmitt dann eher zu fassen, wo man sich überlegen müsste, welche Heilserwartungen werden da geweckt, welche gemeinschaftsstiftenden Elemente werden geweckt, welche gemeinsamen Rituale werden da aufgeführt. Und gerade weil da ja auch so verschiedene Gruppen da sind, die auch wirklich aus dem religiösen Bereich kommen, die nicht nur, aber aus dem religiösen Bereich kommen, hat man natürlich auch den entsprechenden Input, auch gerade aus der Esoterik daneben da drin. Also das würde ich dann eher in diese Richtung sagen. Also insofern hängt es mit dem Thema zusammen. Aber wäre jetzt vielleicht, also mal, sagen wir mal so, es gibt die Unsagbarkeit, die wird natürlich auch im Diskurs als im sogenannten Meinungsfreiheit da wird das natürlich politisiert. Das ist aber jetzt keine erzwungene Unsagbarkeit oder sowas. Ne? Eine erzwungene Unsagbarkeit wäre jetzt erstmal das, wo Gewalt im Spiel ist. Also Hongkong und China, das wäre so im politischen Bereich eine erzwungene Unsagbarkeit, Türkei, sowas in diese Richtung. Oder wenn da Blogger irgendwie die Hand abgehakt wird in Saudi-Arabien oder sowas, das wäre so erzwungene Unsagbarkeit. Da kann er nachher nicht mehr bloggen, weil er dann keine Hand mehr hat. Also sozusagen, das wäre wirklich dann der Punkt. Das, was sich hier abspielt, wäre natürlich, könnte man als normative Unsagbarkeit sehen, aber jetzt im Sinne von deiner Aushandlung. Das heißt, es werden halt in den Diskurs völlig irrationale Elemente eingespielt, gerade von den Querdenkern, die offensichtlich viele Menschen erreichen. Das muss man halt so sehen. Und dann muss man halt schauen, und das wird aber jetzt nicht, die werden ja jetzt nicht weder die Hände abgehackt noch sonst irgendwas gemacht, sondern die können ja ihre Meinung äußern. Insofern sehe ich das als so einen diskursiven Prozess. Also wäre so eine normative Unsagbarkeit, wo verschiedene Gruppen was aushandeln und wir bei den Querdenker eher so einen religiösen Impuls haben, dass sie eine erkannte Wahrheit haben und dafür das Individuum sehr stark aufgewertet wird im Sinne von einer historischen Einmaligkeit, was da im Moment passiert. Aber ich könnte es auch etwas nüchterner betrachten, wenn ich das zum Beispiel eher als eine Kritik am naturwissenschaftlichen Reduktionismus betrachte, oder? Man könnte ja sagen, die Wirklichkeit ist eben nicht nur naturwissenschaftlich ausdrückbar. Und viele Dinge, die Sie jetzt als unsagbar gerade präsentiert haben, die kommen eigentlich, wenn ich mich ausschließlich auf Naturwissenschaften berufe, nicht vor, oder? Genau. Und das ist auch der Punkt, das ist sozusagen der Punkt, warum diese Säkulargesellschaft so umschlägt auch teilweise. Ja. Weil die säkulare Gesellschaft basiert ja darauf, dass wir sozusagen nur eigentlich Naturwissenschaft brauchen, wir brauchen eine rationale Wirtschaft, also ein Rationalitätsprinzip,
dann kann zwar jeder glauben, was er will, aber wir haben keine Gemeinsamkeit mehr. Ne? Wir haben die Gemeinsamkeit besteht darin, dass jeder machen kann, was er will, sozusagen. Und dass wir dann damit aber dann rational umgehen. Das ist sozusagen das ein zentrales Element. Und es ist ja auch, muss ich sagen, wenn man das zurückschaut, wo das begonnen hat, so eben nach dem 30-jährigen Krieg, ein Fortschritt, muss man wirklich sagen. Aber es hat jetzt eben auch Tücken. Ne? Es hat Tücken, dass sich viele Menschen nicht mehr zu Hause fühlen, dass es zu wenig ist, zu kalt. Was auch immer, und dann so Ersatzformen kommen. Und da, also ich habe da jetzt keine gute Lösung dafür, aber ich denke schon, dass man das Problem in diese Richtung diagnostizieren kann, dass wir an der politischen Theologie eigentlich arbeiten müssen. Und es gibt ja auch von verschiedenen schon Überlegungen, Zivilreligion oder was Ähnliches zu machen oder also in diese Richtung müsste man schon überlegen, aber da müsste man das erstmal jetzt genau untersuchen. Ob das wirklich ist, es ist eine These erstmal nur, dass das ein Bedürfnis ist nach einer gemeinschaftsstiftenden Idee, die uns zusammenbringt. Und das ist ja oft eine Krise oder irgendwas. Jetzt hat man jetzt Corona gehabt, da hat auch nicht so richtig funktioniert. Irgendwas Positives, was uns zusammenbringt. Es sind immer so einzelne Figuren. Wenn da jemand kommt, wie der von Gutenberg oder sowas, dann entwickelt er ein Charisma. Und das verpufft dann aber irgendwie, dann sind wieder alle enttäuscht. Und deshalb haben halt einzelne Figuren, oder der Söder hat mir jetzt auch gerade eben nochmal, der dann so ein Charisma entfalten kann, was dann bei Menschen zündet. Also das ist, glaube ich, schon so eine Suche da nach Personen oder Ideen, die uns zu einer Gemeinschaft zusammenbringen. Ne? Und das ist natürlich in der Gesellschaft, die sich sehr vielfältig entwickelt, extrem schwierig und da fallen halt viele zurück und wünschen sich natürlich, dass es so war wie vor 20, 30, 40 Jahren oder irgendwas, weil man die Zeit noch als relativ zu heute einfach überschaubar erlebt hat. Ja, vielen Dank, Herr Professor Liebert. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für unsere Diskussion jetzt hier. Wir sind jetzt am Ende unserer anderthalb Stunden. Ich will da eigentlich bei bleiben. Ich kann noch einmal einen Ausdruck von Herrn Herrmann formulieren, der eigentlich diese Unruhe noch mal verstärkt, dass wir da irgendwas tun müssen. Ich zitiere es nur, Sie brauchen nicht darauf reagieren. Er sagt, die Welten und die Ehren haben sich regelmäßig dann fortentwickelt, wenn der Dampf im Topf den Deckel hob. Und als Zusatz die Gefahr in der Jetztzeit ist, wenn Narrative sich mit Irrationalen verbinden. Noch hält die Stabilität im Topf, wie lange noch? Naja, das sind vielleicht gerade die Verhandlungsprozesse, von denen Sie gerade vorhin gesprochen haben. Und wir hoffen natürlich, dass der Topf, der Deckel auf dem Topf hält und nicht wegfliegt. Aber wir werden den Diskurs weiterführen. Und da kündige ich schon mal die nächste Veranstaltung an. Am kommenden Dienstag, da kommt Frau Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die wird über die theologische Perspektive reden. Ich hätte Ihnen noch viele Fragen stellen wollen über Upanishad und über Zen-Buddhismus, aber das hat leider, der gibt nicht mehr der Raum her, von der Zeit her. Aber Sie haben sehr viele schöne Dinge zum Nachdenken gebracht und es leitet eben auch ein bisschen über in die nächste, in die theologische Perspektive. Kann man das Göttliche beschreiben? Ist es erlaubt, den Schleier zu lüften und Gott beim Namen zu nennen? Gibt es Unterschiede zwischen Religionen? Also wir führen den Diskurs fort. Ich danke allen für das aktive Zuhören, aber vor allem danke ich Ihnen, Herr Professor Liebert, für diesen sehr schönen Vortrag, der viele Dinge zum Nachdenken gebracht hat. Ich werde mir unbedingt den Artikel nachlesen über das Unsagbare, den Sie am Anfang zitiert haben. Und ich freue mich, wenn wir bei Gelegenheit das Gespräch fortführen können. Vielen Dank für Ihr Engagement und für die schöne Diskussion. Dankeschön und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung und die Diskussion. Gerne.